Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, eurem Verdet. Ja, hier sind die Briten gelandet in Spanien. Die werden wir jetzt erstmal hier vertreiben. Denn wir wollen nicht, dass sie hier irgendwas belagern. Das wollen wir ganz sicher nicht. So, wir können uns theoretisch hier oben eventuell was erobern. Aber dadurch, dass die kein Co-Kriegsteilnehmer sind, ist das natürlich extremst teuer, da punktetechnisch da irgendwas zu erobern. So, wir haben ihre erste Armee gekillt. Sie wollten ja gerade noch mehr Einheiten landen, haben es aber offensichtlich nicht geschafft. So, Auvergne will Frieden mit uns. Können wir von mir aus machen. Habe ich nichts dagegen. Gib mir Geld, dass da Lyonnais eine Kirchenstadt abgeben. Aber ich glaube, das machen wir lieber nicht. Das kannst du auf... Oh, nee, das kannst du halten. Das kannst du aufkündigen. Alles klar. Zack, so, damit haben wir schon mal die raus. Nur noch Portugal dabei. Die haben immer noch hohen Enthusiasmus, weil die Kriegsdauer noch so hoch ist. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir ordentlich was fordern können. Oh, Byzanz ist auch da. Cool. Oh. Okay, Tullus macht das für uns. Sehr schön. Alles klar. Ja, unsere Schiffe. Wollen wir hier rüberfahren? Um diese Gebiete hier zu besetzen für Kastilien. Frage ist, könnte ich sie überhaupt an Kastilien abtreten? Ich bin mir da nämlich nicht hundertprozentig sicher gerade. Aber ich denke, wir versuchen das einfach mal. Ich hoffe mal, unsere Flotte und unsere Einheiten gehen dabei jetzt nicht drauf. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Denn die Briten fahren hier natürlich noch mit ihrer Flotte rum. Unser Kommandant ist gestorben. Das ist schlecht. Nehmen wir den Level 1er jetzt erstmal. Oh, wir haben zu wenig Machtprojektion. Wen haben wir denn noch als Rivale? Russland. Wieso haben wir hier kein Embargo? Bringt zwar nur einen Punkt, aber besser wie nichts, ne? Und Großbritannien. Das können wir sogar jetzt tatsächlich nur machen schnell, während wir im Krieg sind. Weil nämlich, wenn wir Waffenstillstand haben, geht es ja nicht mehr. Von daher ist das gar nicht mal unwichtig, dass wir das jetzt machen. Das dauert Ewigkeiten mit so geringem diplomatischen Geschick. Wir brauchen echt definitiv die neuen Ideen. Ich war zwischenzeitlich schon am Überlegen, ob ich eine alte Ideengruppe auflöse, um jetzt diplomatische und Einflussideen zu nehmen. Hab mich dann aber doch dagegen entschieden. Das wäre ein bisschen übertrieben. So, welcher Krieg hier geht schon am längsten? Ah ja, er hier, alles klar. 5 Jahre sind jetzt rum. Ha! Wo sind unsere Schiffe? Dort, okay. Das wird noch eine Weile dauern. Da ist auch die Bretagne mit dabei, ne? Ja. Ha. Na, wir warten mal noch ein bisschen. Noch ist es ja nicht besonders viel Kriegsmüdigkeit, die wir hier kriegen. 0,03, das ist definitiv okay. Oh, Beziehungen. Wir haben viel zu viele Beziehungen. So, Beziehungen verbessern mit Sachsen. So, wir könnten jetzt mittlerweile schon unsere Personalunion theoretisch integrieren oder erben. -8% hier. 1% in Böhmen. Und -13% in Ungarn. Ja, wir haben zu wenig diplomatisches Geschick. Wenn wir mehr hätten, würde das deutlich besser gehen. Hätte hier... Oh. Was? Wo fährst du denn lang? Was zum Henker? Wo zum Teufel fährt er hin? Stehen bleiben. Du sollst hier runter. Oh, mal eine gute Frage, wo der da gerade hinfährt, hä? Wenn man das wüsste... Und ich mache mich hier mal auf Offline, das nervt ihr, dass hier ständig
irgendwie angezeigt wird. So, was ist hier los? Ja, das sind nur ein paar kleine Schiffe. Aragorn hat Frieden geschlossen und hat Labour verloren an Armagnac. Oh. Natürlich ärgerlich jetzt. Aber gut, da können wir sie jetzt wenigstens voll annektieren. Das ist schon mal von Vorteil. Ich bin gerade überlegen, ob unsere Schiffe das überhaupt noch überleben, bis da unten hinzufahren. Aber ich denke schon. Wir müssen dann nur gleich irgendwie hier eine Provinz sofort mit Sturmangriff zurückbelagern, damit wir einen Hafen dort haben. Oh je. Oh je. Nein. Oh, meine armen Schiffe. Dann können wir fliehen. Komm schon, lass mich fliehen. Ja. Abhauen. Ganz schnell abhauen. Okay, wir haben nur ein Schiff verloren. Ah, blöde Briten. Okay, dann schließen wir jetzt Frieden. Das lohnt sich nicht. Für die paar Kolonien da hinten. Das lohnt definitiv nicht. So, dann machen wir separat Frieden mit dir. Geld, das, das, das. Was kannst du hier noch aufkündigen? Alles nur Militärzugänge. Das ist uninteressant. Okay. Machen wir das so. Und dann können wir gleich noch Frieden schließen mit Savoyen. Und vielleicht kriegen wir sogar die Gascogne. Mal gucken. Zack. Oh je, die Gascogne kostet 64 Punkte. Oh je, oh je. So, wir könnten die Normandie natürlich auch eventuell freilassen, aber wir haben keine Beziehungslimit, von daher bringt's das nicht wirklich. Oh, wir könnten sogar auch einfach Savoyen vasalisieren. Aber das bringt 36 aggressive Expansion. Wir könnten sie auch konvertieren. Das wäre natürlich auch eine Sache, die vielleicht ganz interessant wäre. Könnten wir sie eventuell diplo-vasalisieren. Aber das wird wahrscheinlich nichts. Dafür sind sie zu groß. Ha. Ja, ich denke, wir machen das erstmal so. Beim nächsten Mal werden wir sie dann konvertieren, denke ich. Dann lassen wir sie hier noch ihr Bündnis mit Großbritannien aufkündigen, denn das ist hier am nervigsten. So, damit haben wir diesen Krieg jetzt abgeschlossen. Toulouse hat die Gascogne. Vielleicht machen sie da noch einen Chor drauf, bis wir sie integriert haben. Und jetzt haben wir nur noch zwei Kriege. Hier einmal den gegen Aragorn. Einmal den von der Pfalz. Du willst immer noch nicht aufgeben. Wir könnten natürlich auch einfach erstmal eine Provinz nur nehmen. Weiß nicht. Mal gucken. Oh, was können wir konvertieren? Also Piedmont, was wir gerade erobert haben. Dann machen wir das. Unsere Häfen werden blockiert von den Portugiesen. Okay. Ja, wenn wir... Ah ne, guck mal. Kriegsenthusiasmus ist jetzt schon gering. Trotzdem wollen sie uns nichts geben. Das ist ja interessant. Ja, das Problem ist, wir haben halt nur 52 Punkte offiziell. Das heißt, wir können nicht so sonderlich viel fordern. Nö, wisst ihr was, dann nehmen wir einfach die eine Provinz. Gebt ihr uns noch ein bisschen Geld. Wieso kostet das Punkte? Das dürfte eigentlich keine Punkte kosten. Nicht mal Kriegsreparation will er uns geben. Unerhört. Leider haben wir nicht die Flottenkapazitäten, um das alles so umzusetzen, wie ich das ganz gerne hätte. Oh. Was ist denn hier los? Oh je. Wieso ist das so asynchron auf einmal? Habe ich das irgendwie falsch gestartet? Oder hat sich da irgendwie was mit dem diplomatischen Geschick verändert? Ja, seltsam. Seltsam und ziemlich doof vor allen Dingen. So, wir verbessern weiterhin die Beziehung mit Sachsen und wir haben einen Staatsmann. Das ist schon mal gut. Den brauchen wir auf jeden Fall. Können wir nicht gleich schon mal reinmachen. Ja, das ist unser Herrscher. Oder unsere Herrscherin. 24 nur. Naja, gut, dann können wir noch ein bisschen damit warten. Hier haben wir da einen Haufen Geld. Und dann werden wir... Oh, was können wir machen für einen Tech?
Oh, hier sind wir wieder ohne Ende der Zeit voraus. Daher können wir eventuell mal ein bisschen was bauen. Ah, das Problem ist, wir haben einfach schon so gut wie alle Militärgebäude gebaut. Das ist ein bisschen doof. Hier überall bringt das nicht besonders viel. Dann bauen wir jetzt einfach ein paar Forts. Überall. Weil wir es können. Wir werden ohnehin wieder sehr, sehr schnell an die Punktegrenze hier stoßen. Was Militärpunkte angeht, von daher machen wir das jetzt einfach. Oh nein, Theodoro wurde annektiert. Nein! Theodoro darf nicht sterben. Ist aber leider schon zu spät. So, was ist jetzt hier los? Du hast... Ah ne. Preußen hat Hannover Holstein angegriffen. Okay. Und Holstein ist offensichtlich verbündet mit Dänemark. Tja, Dänemark, das wirst du allerdings nicht schaffen, gegen Preußen zu gewinnen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ein Merkantilismus, ja, das klingt doch gut. So, wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach den Typ hier rein. Ups. Einfach nur, weil es dann schneller geht mit der Integration. Wir verlieren dann zwar noch ein bisschen mehr Punkte, aber was soll man machen? Wieso liegt das denn jetzt 8 Jahre auseinander? Was zum Teufel? Hat er hier irgendwie Aristokratie oder so Quatsch genommen? Nee. Warum ist das dann auf einmal so heftig? Ich verstehe es nicht. Mir wird mir angezeigt, dass ich Byzanz erben könnte. Das wäre natürlich cool, aber leider geht es nicht, weil es ein Vasall ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtig getimed habe. Oder ich war irgendwie zu dumm und hab, weil das... Kann jetzt nicht sein. Ah ne, ich bin so doof. Das sind 2 Jahre auseinander, okay. Aber trotzdem. Sehr seltsam. Offensichtlich habe ich es entweder falsch getimed oder irgendwas ist da falsch gelaufen. Ich verstehe gar nicht, warum die alle hier in der Koalition sind. So viel aggressive Expansion hat doch die Pfalz überhaupt nicht. Bisschen seltsam. Ich meine, der Krieg hier wird ja langsam mal beendet, weil der nervt nämlich ein bisschen langsam. Naja, wir können jetzt auf jeden Fall erstmal die Balearen noch annektieren. Kolonialismus-Kriegsgrund gegen die Bretagne. Ah, ist hier eine neue Kolonie gestartet, offensichtlich. So. Ah, das ist jetzt wieder dieser Mist hier mit dem blöden Auslöschen der Ketzerei-Kriegsgrund. Dass volle Annexion da nicht mit reinzählt, das ist richtig nervig. So, hier will ich eigentlich keine Revolte, von daher erhöhen wir mal die Autonomie. Zur Sicherheit. Zapoteken haben den Tag des jüngsten Gerichtes. Und es scheint so, als würde Kastilien hier mit seinen Einheiten nicht rauskommen. Wir geben Kastilien mal ein bisschen Geld. Damit die mal hier ein paar mehr Kolonien machen. So, baut mal Kolonien, Kastilien. Go. Mehr Kolonien. Ah. Achso, nee, wir haben den einen Krieg beendet. Ich habe gerade gedacht, der Krieg hier wäre jetzt vorbei endlich, aber dem ist offensichtlich nicht so, leider. So, was haben wir jetzt? Dich will ich nicht machen. Das ist echt krass, ne? Wir sind 6 Jahre der Zeit voraus und der Tech würde uns nur 670 Punkte kosten. Das ist ganz schön heftig. Cool. So, Pfalz, kannst du endlich mal diesen behinderten Krieg jetzt hier beenden? Ich bin noch nicht der Kriegsführer, oder? Nee. Ich könnte höchstens rausgehen, dann würden sie es vielleicht machen. Aber dann verliere ich auch Beziehungen, das will ich eigentlich nicht. Oh, er hat einen Nachfolger gekriegt. Schade. Schade, schade, schade. Tja. Noch können wir nicht Kaiser werden, von daher mache ich jetzt auch noch kein Bündnis mit Sachsen. Ansonsten wäre das jetzt vielleicht sogar... eine ganz gute Option. Tja, wir brauchen auf jeden Fall mehr diplomatisches Geschick. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen mehr Chance... Oh, jetzt ist der Krieg vorbei, okay. Jetzt hat er nicht mal was gefordert. Entlässt Thüringen in die Unabhängigkeit, zahlt Dukaten. Okay.
Ich habe eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen höhere Chance darauf haben, hier was zu erben. 6% jetzt mit unserem aktuellen 2,5. Nein, mit dir will ich keinen Staatsehe. Wir annektieren dich gleich. Wie sieht's aus? Hast du hier schon Chor? Nein, aber das kommt noch. Alles klar. Ziehen wir unsere Einheiten hier mal zurück. So, was sollen wir als nächstes machen? Nochmal gegen die Osmanen könnten wir Krieg führen. Haben allerdings gerade keine Ansprüche. Können wir hier eigentlich irgendwie noch was freilassen oder hat hier schon jeder seine Cores verloren? Ja, es sieht danach aus, als wären hier keine Cores mehr. Doch, hier, Ramazan. Ramazan hat noch Cores. Naja, gut, wir haben ja auch reduzierte Coring-Kosten, von daher ist das nicht so schlimm. Wenn wir da ein paar Cores selber machen müssen. Wir warten allerdings noch, bis unsere Kriegsmüdigkeit ein bisschen weiter unten ist. Und vor allem auch die von unseren Vasallen bzw. Untertanen. So, ich hoffe mal, Kastilien kolonialisiert hier fleißig. Da hinten haben sie Kolonien. Ah, guck mal, sie kolonialisieren offensichtlich hier Mexiko. Das ist natürlich ganz cool. Sobald wir nämlich den Imperialismus-Kriegsgrund haben, können wir dann eventuell auch mal ein paar Kolonialkriege machen. Für Kastilien. So, machen wir die zwei Cores hier. Guckt euch an, mit wie vielen Leuten wir hier einen Waffenstillstand haben. Wem bist du eigentlich verbündet? Auch mit Großbritannien. Wieso seid ihr alle mit Großbritannien verbündet? Das ist doch super nervig. Naja, dann würde ich sagen, ist der Ottoman immer wieder unser Ziel. Da hat er Ungarn Anspruch drauf, dann können wir ihm das eigentlich auch geben. Ist klar, hast Tunesien noch irgendwelche anderen Verbündeten? Marokko. Marokko ist hier interessanterweise nach Westafrika am Expandieren, das ist ganz lustig. Naja, so, Tunesien, zack. So, diesmal schicken wir eine Armee hier rüber, gleich von Anfang an. Ich denke, dass unsere ganzen Vasallen das hier schaffen, den Osmanen zu besiegen. Wenn nicht, dann helfe ich ihnen halt. Ah. Im Normalfall würde ich jetzt die 100 Diplo-Punkte opfern, aber in dem Spiel brauchen wir definitiv mehr Diplo-Punkte, von daher lassen wir das lieber mal. So, Marokko ist dabei. Ziehen wir die Armee hier mal hier runter, um unsere Verbündeten hier zu unterstützen. Kastilien hat wohl keine Lust. Ich weiß dann, wenn wir mit Kastilien mal ein bisschen die Beziehungen ein bisschen höher sind. Leider haben die Beziehungen nichts damit zu tun, ob man ein Land integrieren kann oder hier erben kann oder nicht. Das ist ein bisschen doof. Sag mal, was ist denn hier los? Auf was wartet er? Ah, jetzt, alles klar. Ich hab schon gedacht, warum macht er denn jetzt nichts? So. Alles klar. Dann belagern wir erstmal diese Provinz hier. Leider haben wir hier keine Ansprüche mehr, von daher werde ich hier wahrscheinlich auch jetzt nichts nehmen. Mal gucken. Das ist ja hier immer so. Übelst nervig, mit 100%. So, wo ist die ottomanische Armee? Nicht vorhanden offensichtlich. Schicken wir unsere Flotte hier rüber, damit er nicht mit dem einen Schiff hier uns blockieren kann. Guck mal, wie schnell das hier geht. Die machen hier einfach Sturmangriffe, meine ganzen Dudes. Weil sie es können. Oh, wir haben ein leichtes Schiff erobert vom Ottomane. Cool. Eine Fregatte. Du kannst gleich mal gehen nach Ragusa. Kürzlicher Aufstand in Alexandria ist ausgelaufen. Okay. Polen ist verwestlicht und in Piedmont haben wir eine Kernprovinz. Und wir haben unseren Anspruch auf Labour verloren. Ja, das ist nicht so tragisch. Ja, das nervt jetzt hier ein bisschen, denn wir werden Blues dann nur noch extremst langsam integrieren können.
krass, wie schnell wir hier belagern alles. Das ist echt heftig. Das geht ja echt übelst schnell. Die Ottomanen haben auch offensichtlich gar keine Einheiten. Ah ne, die haben hier unten gerade gekämpft. Wow, wie groß ist Hasa denn? Was zum Teufel? Krass. Und Timuridenreich kämpft gerade gegen Russland. Na, da viel Spaß wünsche ich euch. Guck mal, der mag mich sogar, weil wir auch Russland hassen. Lustig. Tja, was hast du nur für Ideen? Wieso hast du keine Regierung reformiert? Warum hat er kein Mogulreich gegründet? Der müsste es eigentlich können. Seltsam. Das hat man irgendwie, seitdem das gepatcht worden ist, hat man das Mogulreich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Oder beziehungsweise gar nicht mehr gesehen. Österreich, was hast du jetzt vor? Willst du uns nicht mehr helfen oder was? Ne, irgendwas scheint er... Ach, sie rennen alle nach da hinten. Um die... um die Rebellen zu töten anscheinend. Ne, jetzt rennen sie wieder zurück. Ach, die KI ist schon, schon sehr intelligent, ja. Definitiv. Ja, diese Kriege hier sind jetzt natürlich nicht mehr besonders schwer. Wir müssen mal anfangen, ein bisschen mehr Flotte zu bauen. Aber wir sind schon über dem Flottenlimit. Das ist echt ganz schön doof. Wir haben zu viele kleine Schiffe. Bräuchten eher mal ein paar mehr große Schiffe. Das wäre mal nicht schlecht. So, wo sind die ottomanischen Einheiten? Ach, da. Da sind sie ja. Ah, deswegen sind jetzt hier auch alle gerade wieder zurückgerannt gekommen, offensichtlich. So, Byzanz ist gleich integriert. Wo hat denn der seine Einheiten? Sind hier dabei? Nein. Hat der denn? Ah, da. Ach, ich Blindfisch. Stehen direkt vor meiner Nase und ich sehe sie nicht. So, wie sieht es hier aus eigentlich? 3 Jahre sind wir noch der Zeit voraus. Okay, da können wir bald den Tech machen. Ich möchte möglichst schnell unsere neue Ideengruppe. Aber eigentlich möchte ich auch keine Punkte dafür verschwenden. So. Byzantinisches Reich ist integriert. Wir lassen das hier noch so lange stehen wie möglich. Dann kriegen wir eventuell noch ein paar Ticks auf die Integration von Toulouse. Und ja, wir müssen hier natürlich erstmal ordentlich konvertieren. Denn, tja. Jetzt haben wir hier natürlich überall die falsche Religion. So, jetzt haben wir endlich wieder einen Diplomaten mehr. Das ist schon mal ganz gut. Den werden wir jetzt erstmal benutzen, um in Utrecht die Beziehungen zu verbessern. So. Die erste Kernprovinz ist fertig. Ganz schön viele Revoltenprobleme her. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass es so schlimm war. Oh ja, 10 Admin-Punkte. Auch wenn wir davon eigentlich schon zu viel haben. Aber zur Not, wenn wir an die Grenze kommen, können wir immer noch eine Stabilität uns kaufen. Das wäre jetzt nicht so tragisch. So, es scheint aber so, als würden hier meine Verbündeten ordentlich sie kaputt machen. Scheint auch so, als hätten die Ottomanen noch keine neue Flotte gebaut. Oder sie verstecken sie gerade irgendwo. Kann auch sein. Lösen wir euch hier auf. Hattet ihr eigentlich irgendwelche Schiffe? Nein. 3 Limit hat uns das nur gebracht. Das ist natürlich ärgerlich. Unser Schriftzug ist so komisch. Einmal hier, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Überall ganz kleine Rom-Schriftzüge und ein bisschen größere Rom-Schriftzüge. Ich hoffe nur, wir kriegen das auch irgendwann mal hin, unsere ganzen Ländereien noch zu vereinigen. So, es scheint so, als würden hier langsam ganz schön viele Einheiten vom Ottomanen ankommen, aber es scheint auch so, als hätte er auch nur gegen geringe Einheiten meiner Verbündeten nicht wirklich die Chance. Und daher, ja, hat er jetzt halt Pech gehabt. So, 2 Punkte können wir noch im Monat investieren, das heißt, das wird ewig dauern, bis wir hier mit fertig sind. Und ja, unser Ziel wird sein, hier die Küste entlang zu erobern. Eventuell auch Jerusalem. Jerusalem wäre ganz cool, dann kriegen wir einen neuen Missionar. Weiß gar nicht, können wir eigentlich auch diese Mission, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, aber früher gab es so eine Mission, dass man die heilige Stadt befreien muss. Weil ich glaube, die gibt es nur als Katholik. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Gucke ich eventuell gleich mal nach, wenn wir Pause haben.
Castilien hat hier Thronanwärter. Ist unschön, ist das? Thronanwärter sind unschön. Ich glaube, die können sogar die Personalunion theoretisch sprechen. Oh, was ist denn hier los? Jetzt haben sie doch verloren hier, meine Verbündeten, weil sie hier ihre Armeen aufgeteilt haben. Und daher lassen wir euch mal hier rüber transferieren. Oder laufen. Laufen ist auch okay. Geht auf jeden Fall mal dahin und macht die Ottomanen kaputt. Wenn möglich. Guck mal, wir können uns einen neuen Meral holen. 99 Tradition haben wir. Cool. Und dafür kriegen wir ziemlich schlechte Generäle. Das ist schon eher nach meinem Geschmack. Okay, 2 Jahre noch. Schön weiter belagern hier. 80 Dukaten machen wir im Monat. Das ist so heftig. Das ist so heftig. Handel ist einfach so OP. Haben wir hier überall schon? Ja, hier in Genua können wir die auf jeden Fall gebrauchen. Bisschen mehr Einfluss. Haben ja mehr als genug Cash. Von daher können wir das auch einfach machen. Und wir können noch ein paar mehr Textilgebäude bauen. Oh, guck mal, gnädig. 32. Das ist ja heftig. Und dann noch in Piedmont. Alles klar. Überall Manufakturen. Mittlerweile sind wir schon so groß, dass wir eventuell sogar schon hier die Statistik nutzen müssen, um zu ordentlich Gebäude zu bauen. Damit wir genau wissen, wo es am meisten Profit gibt. So, komm, belager mal das. Na schön. Kann ich jetzt nämlich die Blockade hier mal starten. Und nein, du bleibst hier. Tunesien will schon die ganze Zeit Frieden hier mit mir. Ist die Frage, will ich... Hier könnte ich Tripolis freilassen. Aber dann haben wir wieder noch so... Schon wieder mehr Beziehungen. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ist hier auch überall erhöhte Koringkosten? Ja. So doof. Das ist wirklich ziemlich nervig. Oh, meine Armee ist an den Osmanen vorbeigelaufen. Cool. Cool. Dafür machen wir sie jetzt kaputt. Und 2 Moralpunkte mehr als sie. Heftig. Alles klar. Ja, also wie gesagt, wir erobern erstmal die Küste. Später werden wir dann noch auf jeden Fall noch ganz Ägypten erobern. Das ist, denke ich mal, offensichtlich. Denn Ägypten ist ziemlich cool. Vor allen Dingen natürlich Kairo. Hier liegt schon ordentlich Base-Tax. Natürlich diese ganzen Randprovinzen hier sind natürlich ziemlich schlecht. Das ist natürlich auch alles Wüste einfach nur. Oder sie sind nur dahin geflohen. Da hätte ich locker sie Stack wipen können eigentlich. Whoops. Wo willst du jetzt hin hier? 26. Februar. Fick dich nicht mal. Oh je, Alter, ist ihm seine Armee schnell. Oh. Und sie platzt doch ziemlich schnell. Offensichtlich. Hey, Österreich. Oh. Zeigt den Leuten Unverwüstlichkeit. Unser Staat steht unter immensem Druck, doch es ist an der Zeit, in Zeiten des Ungemachs unsere Unverwüstlichkeit zu zeigen. Jungs müssen zu Männern werden und Männer müssen allen zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Gemeinsam sind wir stark. Ja, auf jeden Fall. Die Römer werden alle überrennen. Noch einmal. Zweiten Mal jetzt. Und Litauen verwestlicht. Alle Leute verwestlichen. Das ist echt krass mittlerweile, dass alles verwestlicht. In meiner Nahtkampagne ist auch irgendwie das ganz Westafrika verwestlicht. Sehr seltsam gewesen. Und auch ganz Indien. Das ist immer so doof, dass einfach Indien immer komplett verwestlicht ist. Früher als alle anderen. Wegen diesem blöden Chor, was Portugal da bekommt. Das ist richtig dumm. Das müssen sie echt mal ändern. So. Ja, bis zum Jahreswechsel halten wir es auf jeden Fall hier noch aus mit den Punkten. Das ist kein Problem. Das hier wird auch irgendwie in 30 Jahren mal fertig werden, denke ich. Und ja, hier haben wir immer noch ordentliche Revolten am Start. Kretische Nationalisten. Wo ist das denn bitte? Ja. Das sind die Gebiete, die wir gerade konvertieren. Alles klar. Prozent haben wir hier. Oh, und unser einer General ist offensichtlich gestorben. 100 Armee-Tradition.
Wow, der ist ziemlich nice. 2, 5, 6. Das ist heftig. Unsere Belagerung hier unten ist vorbei. Überlagern wir mal. Einfach mal Jerusalem. Schaden kannst nicht. Du kriegst hier den General. Du kriegst den General. Alles klar. 100 Dukaten im Monat jetzt, dadurch, dass wir hier die ganzen Gebiete vom Osmane haben. Das ist heftig. Ein paar mehr Textilmanufakturen. Okay, da können... Ah doch, da hinten. Da können wir noch eine gute bauen. Ah, das Spiel läuft so schlecht immer im Late Game. Das ist echt manchmal ein bisschen nervig. Das Problem ist halt, dass hier so viele Armeen rumstehen. Wenn das nur unsere eigenen wären, wäre das kein Problem. Aber dadurch, dass wir so viele Vasallen haben, leckt das immer ein wenig. Das ist ein bisschen nervig. So, die ganzen Autonomieverringerungen laufen hier langsam aber sicher aus. So, ich mach mal die Musik ein bisschen lauter. Irgendwie kriege ich davon hier in dieser Aufnahmesession nicht besonders viel mit. So, ah ja, das ist schon ein wenig besser. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu laut für euch. Wenn doch, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich es wieder leiser. So, was haben wir hier? Infanterie, Nahkampf, plus 0,5, die Schebecke. Ja, das machen wir auf jeden Fall, die beiden. Ich denke, hier machen wir es erstmal nicht. 10% Handelseffizienz sind schön und gut, aber wir haben genug Geld. Und wir müssen Punkte sparen. Wir brauchen nämlich unsere Diplo-Punkte in Zukunft noch. Und zwar für andere Sachen. Obwohl. Ne, wisst ihr was? Wir machen das doch. Und zwar, weil wir ja im nächsten hier die Satellitenstaaten bekommen. Und die... Und den Imperialismus-Kriegsgrund, von daher, ja, brauchen wir den Tech doch. Sobald wir dann Tech 22 sind, brauchen wir keinen Diplo-Tech mehr, denn das ist egal danach. Danach kommt nichts mehr Wichtiges, außer ein bisschen mehr Schiffe und ein bisschen bessere Schiffe, ein bisschen mehr Handelseffizienz, aber das ist relativ egal. So, der Osman ist ganz schön kaputt. So, dich können wir mal abziehen und dich auch. Ich hab wohl irgendwie die Nachricht ausgeschalten, wenn man hier auf plus 200 ist oder plus 100. Das muss ich mal wieder anschalten. So. Gucken wir mal, was er uns so geben würde momentan. Wir wollen auf jeden Fall das hier für Ungarn. Dann, was wollen wir noch? Wir wollen hier die Küste entlang. So, zack, 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 zack. Ja, das reicht nicht, wisst ihr was? Aber vielleicht wäre es auch ganz cool. So, und dann Jerusalem. Das klingt doch auch ganz gut. Oh, das ist aber ein bisschen viel Overextension. Dann vielleicht doch lieber nicht. Dann vielleicht doch lieber nur so viel. Oder wie ist das Overextension-mäßig? Das könnten wir dann noch nehmen. Okay, machen wir das so. Haben wir schon Overextension momentan? Nein, alles klar. Dann ist alles easy. Oh, jetzt hat es das nicht gespeichert. Ernsthaft? Okay, so, jetzt aber. Oh, Kriegsreparationen? Yep. Tunesien, Bündnis aufkündigen, das will ich auf jeden Fall. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Denn ich würde ganz gerne Tunesien einfach mal in einem separaten Krieg mal angreifen. Dann ist das nämlich auch ein bisschen einfacher, da ordentlich was zu fordern. So, du gehst nach Jerusalem, du gehst nach Nablus und jetzt müssten wir gleich die Eroberung von Jerusalem bekommen als Modifier. Aber, achso, wir können gerade, ah ja, stimmt, wir konvertieren immer noch die anderen Gebiete hier. So, jetzt können wir hier wahrscheinlich nicht mehr weiter integrieren, ne? Ja, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ein wenig. Osmanisches Reich brach das Bündnis mit Botan. Und da haben wir jetzt unseren neuen Missionar und plus 1 jährliches Prestige. Sehr schön. Dann geht das mit den Konvertieren auch jetzt ein bisschen einfacher. Wenn wir keinen weiblichen Herrscher hätten, könnten wir uns auch Verteidiger des Glaubens holen. Aber wir haben leider einen weiblichen Herrscher, von daher kann man da leider nichts machen. Ah ja, hier haben wir noch unser Flaggschiff, was wir per Event bekommen haben vorhin. Und ja, wir konvertieren jetzt einfach erstmal alles, was geht.
So, wir hatten doch hier irgendwo noch so eine halbe Armee. Die kann sich mal hier mit der hier zusammenfügen. Dann haben wir noch ein bisschen bessere Einheiten hier. Wie sieht es aus mit Force Limit? 104 immer noch, nur noch. Wir brauchen mehr Force Limit. Wir haben ultra viel Geld. So, was können wir noch mit unserem einen Diplomaten machen? Österreich, könnten wir mal noch die Beziehungen verbessern? Da haben wir immer noch das ketzerische Religionsproblem. Ungarn auch. Naja, kann man jetzt gerade nichts machen. So. Ja, ich werde erstmal konvertieren. Dann haben wir ein bisschen weniger Revoltenrisiko. Dann können wir immer noch die Cores machen. Ist relativ egal. Mal abgesehen von der Overextension, aber ich habe gerade ohnehin keinen anderen Krieg, den ich gerade führen kann. Großartig. Von daher ist es nicht so tragisch. So, jetzt haben wir hier eine 27.000 Mann Armee. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Haben wir keine zwei so ganz kleinen Armeen mehr. So. Oh. Da haben wir jetzt aber ordentlich Punkte gekriegt. Das ist sehr cool. Da kriegen wir jetzt extra Punkte nämlich. Also extra Machtpunkte dadurch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir könnten uns sogar noch ein bisschen mehr davon holen. Da wir jetzt schon gerade so viel haben, lohnt sich das sogar tatsächlich mal. Und zwar... Ah ne, mit dir haben wir noch Waffenstillstand, aber mit Russland nicht. Beleidigen wir euch, kriegen wir 5 Machtprojektionen. Das klingt doch ganz gut. So, was ist denn hier los? Ah, du wirst gerade von Russland geraggt, offensichtlich. Russland und Georgien. Das ist natürlich unschön für dich. Naja. So, verbessern wir hier die Beziehungen. Die Frage ist jetzt, wollen wir jetzt sofort anfangen, Böhmen zu integrieren? Sobald wir die Integration hier fertig haben. Obwohl, nee, geht gar nicht. Wir müssen erstmal warten, bis der annektierte Vasallen-Modifier weg ist. Vorher geht das ohnehin nicht. Vielleicht haben wir ja auch übelst Glück und bekommen hier... Ah ne, momentan haben wir kein diplomatisches Geschick. Okay, momentan gerade geht's nicht. Aber vielleicht bekommen wir bei unserem Herrscherwechsel mit ein bisschen Glück eine Erbschaft. Wäre natürlich ultra viel Glück. Aber in dem Spiel hier hatte ich auch schon genug Glück. Von daher kann ein bisschen mehr Glück ja nicht schaden. Und mir fällt gerade auf, ich habe schon wieder vergessen, den Part zu beenden. Ja, der Part ist jetzt mal wieder 37 Minuten lang. Und ich verabschiede mich erstmal für heute von euch. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.